es das Ganze wert? Oh boy, auf jeden Fall. Beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. So, meine Freunde, und damit einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Lang ist es her. Lang nicht mehr gesehen. Gleich wieder gekannt. Geh mal rein. Schön, dass ihr dabei seid. Let's fucking go. So, wir haben einen weiten Weg. Ich habe was vor. So, AIDS da hinten. Aber gut, wir probieren es, Freunde. Ich will deep in the snow. Diesmal. Dann schauen wir mal, was der Vibe so bringt. Würde ich behaupten. Und damit auch ein Hallo von mir. Der Stimme aus dem Hintergrund. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nach all der Zeit. Aber jetzt habe ich endlich für euch wieder ein Rust-Movie. Und das auch noch solo. Das mache ich eh nicht so oft. Und wenn, dann geht's meistens schief. Aber diesmal habe ich was richtig Cooles für euch. Denn zu diesem Vibe wollte ich etwas Spezielles ausprobieren. Ich wollte mal nicht schnell eine kleine Base bauen und dann einfach versuchen zu snowballen. Ich wollte mir diesmal das Fortress aufbauen. Ich wollte ein Schloss. Ich wollte eine Festung. Ja, solo. Also, eine Festung der Einsamkeit. Nein, ich wollte alle Aspekte von Rust probieren. Unter anderem eine Farm bauen. Und vieles, vieles mehr. Aber dazu kommen wir noch. Schlussendlich wurde der Vibe dann am Ende dann doch verrückt, crazy und war vollgepackt mit PvP und Action. Deswegen sehen wir uns heute hier. Aber gut, Step by Step, alles der Reihe nach. First of all musste ich erstmal nach einem Bauspot suchen. Und ich machte mich auf den Weg deep in the snow. Das Problem am Schnee ist, man erfriert recht leicht, gerade als Naked. Deswegen craftete ich mir unterwegs einige Klamotten und machte mich schon mal auf den Weg. Und legte wie immer ganz, ganz viele Bags, damit ich, falls ich sterben würde, direkt wieder neu spawnen konnte und nicht wieder zurück zum Strand musste. Ich machte mir also meinen Weg und musste dann entdecken, dass mein Spot, den ich mir vorgenommen hatte, doch besuchter war, als ich letzten Endes am Anfang erwartete. Boah, wir müssen echt noch sehr weit, Freunde. Oh. Warum habe ich mir so einen Ort ausgesucht? Aber es wird cool. Es wird cool, wenn alles klappt. Ich bin ein bisschen late im Vibe. Ich hoffe, ich kann mir den Base Dent, die Base Denten bauen. Falls ja, wird es ein Killer-Spot. Jetzt schauen wir mal, dass wir da irgendwie eine Base hinterbringen. Ich will da hinter diesem Berg. Das war mein Ziel, hinter diesem Berg zu gehen. Direkt neben Airfield. Aber auf dem Berg hat schon jemand gebaut. Oh, ist das... Ey, ich bin zu spät, Mann. Das ist das letzte Ende der Karte. Ich dachte, hier hinten habe ich ein bisschen Glück. Shit. Es gab zwei. Was willst du denn von mir, Kollege? Just a bow, kid. Can you pick me up? Nothing.
Aber hey. I'll leave your shit here. I need to go. I need to go. Was, I need to go? Ja, ich schorle, Mann, das ärgert mich richtig, dass wir die nicht haben. Boah, die wäre so cool. Die wäre echt so mega. Hätte ich nicht gedacht, dass sich so viele für hier hinten entschließen. Wo bin ich denn gestorben? Irgendwo hier. Ich müsste doch mal meinen Bogen legen. Dann bin ich doch noch weggekrochen. Ah, hier. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo eine Base down kriegen. Scheiße. Alles schon belegt, Freunde. Kann man zwischen den Steinen hier bauen? Das wäre natürlich dann schon wieder geil, wenn wir hier in den Steinen drin bauen. Aber ich glaube, das ist zu nah an Airfield. Das ist 100% zu nah an Airfield. Ah, wohl. Vielleicht mit viel Glück hier hinten dran. Also ich glaube, wir setzen da jetzt erstmal eine Base rein. Was wir haben, haben wir. Maybe. So. 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 Hier wieder nicht mehr bauen, ne? Irgendwie. Ja, not bad, not bad. So machen wir's. Krieg ich doch, dass der da drin ist, ne? Perfekt. Okay. So weit, so gut. Ja, nice, Freunde. Das ist richtig cool. Erst gar nicht kommt. Ja, so halb. Okay, let's go some farming. Freunde, jetzt ein Double Door, Schloss. Soweit, so gut. Der Anfang war getan. Die Grundsteine meiner Festung waren gelegt. Aber jetzt benötigte ich auch noch etwas anderes. Denn zum Progressing Rust gehört außer einer coolen Base natürlich auch Scrap. Also machte ich mich auf den Weg. Ich lootete Airfield. Ich ging in die Tunnels. Und ich machte etwas PvP. So konnte ich mir relativ schnell einen kleinen Haufen Scrap zusammenholen. Nichtsdestotrotz hatte ich keine BPs. Das heißt, der Grind ging weiter. Klingen lassen wir auch da. Sarbody. Ja, eigentlich noch nicht. Aber ich gehe jetzt noch einmal durch die Hallen, recycle das, was ich habe, und dann machen wir den nächsten Run leicht Richtung Supermarkt. Ich brauche halt mal endlich ein Tier. Das würde das Ganze wesentlich erleichtern. Aber eigentlich rennen über Airfield doch immer so viele Tiere, Freunde. War das von mir? Nee, oder? Ah, warte mal, Tech-Trash hebe ich auf. Das wird eh schwierig genug. Und da können wir uns jetzt dann gleich drei Höfen machen und dann geht's aber ab hier. Okay. Es wird Tag, Freunde. Zeit, die Picke zu schwingen.
und ich höre die Bienen der Ferne. Hätte ich den Kompon-Bow mal mitnehmen sollen. Na egal. Also, die Mission ist Stone. Vielleicht endlich mal ein Tier, was ich spielen würde. Wieder mein Nachbar, den muss ich killen, Freunde. Der darf nichts erreichen. Der muss quitten. Aber er hat einen Bow diesmal. Aufpassen. Ich glaube, ich habe ihn auch hit. Ich habe es nicht beachtet. Ah, er lebt schon. Ich doch hit. Oh. Oh, er hat eine Eispicke. Komm nach Hause. Oh nein. Komm ich raus? Ja. Also? Nee, komm, ist gut. Mir gefällt es nicht, dass gleich neben dem Eingang quasi der Weg nach unten ist. Dann mache ich lieber hier den Jump ab. Und mache dann hier oben so. Besser. Besser, Freunde. Viel besser. Und hier mache ich einmal Honeycomb. Dann ist das wieder eine Ebene. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir nämlich hier noch eine Tür reinziehen. Und haben dann hier eine. Und haben dann wie ein Airlock das Beste. Aber jetzt erstmal muss ich das erstmal weglassen, weil... Wie ihr seht, ging es langsam, aber sicher voran. Ich konnte meine Base auf ein wirklich vernünftiges Level bringen. Auch Scrap- und Farmtechnisch lief es wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir wirklich fehlte, war eine vernünftige Gun. Ich fand zwar einen Revy, ich hatte Mats, die Tier 2 war auch schon geplaced, aber eine richtige Tier 2 Gun fehlte mir noch. Ich sah es allerdings nicht ein, das Ganze zu tech-train. Das war ja irgendwie zu langweilig. Zu langsam nahm der Server auch Fahrt auf, denn der anfängliche Teil war alles ziemlich am Morgen. Und als es immer voller wurde, wusste ich, meine Zeit wird kommen. Ich hole mir diese Tier-2-Gun. In der Zwischenzeit benutze ich den Scrap lieber für Electric Furnaces, damit ich auch meinen Farm schneller brennen konnte. Und da ich wusste, dass ich irgendwie meine Saar oder meine Tommy bekommen würde, war es nur eine Frage der Zeit. Der Zweier Pitu wäre fast erreicht, Freunde. Das ist aber schon irgendwie, das ist eigentlich nur die Notlösung. Ungern würde ich jetzt eine Waffe trainen. Das wird mich schon. Wird mir schon ein bisschen stinken. Aber ich muss so oder so, glaube ich, in die U-Bahn, weil ich brauche auch noch ganz dringend einen Diving-Suit. Weil sonst bin ich nicht erfroren, bevor ich unten bin. Ich muss es probieren. Warum haben die geschossen? In die Richtung, ne? Komm schon, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Hier raus. Vielleicht ist was möglich, vielleicht. Vielleicht ist auch bloß einer, oder? Das kann doch ein Bot sein, der da schießt.
Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, warum ich den Zug genommen habe. Nö, ist vorne. Ich will die haben. Let's go. Ich glaube nicht, dass er von hier ist, Freunde. Oh nee. Und ich sag's noch, Freunde, ich sag's noch. Nice, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so wichtig. So anders wichtig. Oh, let's go. Ah, schön, Freunde. Das war ein wichtiger Punkt im Wipe. Endlich eine Star. Die Allrounder-Waffe schlechthin. Mit ihr ist einfach alles möglich. Nachdem ich sie researched hatte, dachte ich mir, ich hole mir gleich noch ein paar Comms und wollte gleich zurück in die Tunnels. Allerdings war ich nicht der Einzige, der dort am Comms farmen war. Jetzt aber nicht, oder? Oder wir machen das anders. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie den Fahrstuhl rufen. Ich sag's euch ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. GSD-Punkt vorne. Ich glaube, es sind nochmal zwei. Wieso kommt das straight auf mich zugerannt?
Wie random die hier rumrennen, Freunde. Das ist wirklich absolut random. Und ich will jetzt nicht sagen, das war ein guter Run, aber... No joke, das war richtig gut. Wie stacked die waren. Unnormal. Wirklich unnormal. Und er hatte eine Blue Card auch mit? I don't know, was das für eine Mission war. Jetzt muss ich bloß noch schnell mein Kit wiederholen, was noch in der U-Bahn liegt. Ah. Das, meine Freunde, ist nicht besonders cool. Let's go, baby. Nachdem ich also mein U-Bahn-Kit wiederholte, wollte ich mich wieder mehr auf die Base konzentrieren. Denn eigentlich wollte ich diesen Vibe eher mich darum kümmern, anstatt zu PvP'en. Also baute ich weiter. Ich erforschte Garage Doors. Garage Doors. Let's go. Richtete mir einen neuen Schlafraum ein. Und hier vielleicht irgendwie ein Bett reinquetschen und locker. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und erweiterte meinen Airlock. Allerdings ertönte Cargo. Und ich ließ es mir natürlich nicht nehmen, da mein Glück zu versuchen. Okay, also das Cargo-Boot ist noch drauf. Kann sein, dass die noch da sind. Kann aber auch sein, dass das große Truppe ist, die das absolut kontrolliert. Aber gut, ich habe noch kein Kit verloren, wir riskieren es. Let's go. Kräne sind, glaube ich, alle auf der anderen Seite, oder? Bei dem Hafen. Oh mein Gott, das wird so AIDS. Ich hätte mir nur einen DB oder so schnappen sollen, Freunde. Das wäre besser gewesen. Ah ne, da ist ein Kran. Perfekt. Oh, es ist noch eine reingespawnt. Das macht es natürlich super interessant. Halt, ist aber der falsche Kran, ne? Shit. Fuck it, ich jump einfach drauf. Oh, mit L9 hab ich los. Ich werde so sterben. Captain darf mich nicht sehen. Sag mir doch, das ist ein gutes Kit. Nice. Oh, Freunde, ich weiß nicht, ob ich damit liefern soll. Ich lief 1000%. Sowas von raus hier. Und schau ich den Farm an. Nee, wir müssen nach Hause gehen. Ich hätte Bock gehabt, aber... Lass gehen. Einmal cleverer, Freunde.
ein wirklich sehr erfolgreiches Cargo. Endlich eine AK. Und das im Prinzip so einfach. Noch dazu ist zu erwähnen, dass natürlich der Farm und der Jackie nochmal ein Tüpfelchen auf dem I waren. Jetzt wollte ich aber die Geschwindigkeit etwas runterdrehen und mich endlich um meine Farm kümmern. Denn das hatte ich mit diesem Wipe mehr wie vorgenommen. Und dann machen sie dann die Felder rein. Oder? Und dann machen wir hier in dieses Eck. Das dann hin. Oder? Das schaut doch nach einem guten Plan aus. Ich möchte die unbedingt mal machen. Ich glaube, ich habe noch nie mit einer Farm gespielt. Ich will nämlich hier oben hier das zumachen. Garage Door. So, weil dann kann ich gleichzeitig hier noch ein paar Doors spammen. So hatte ich das eigentlich vor, Freunde. Was sagt ihr? Könnte eigentlich ganz cool werden, glaube ich. Das sind sogar sehr viele Felder. Ja, cool. Ich würde gerne, dass es so rum ist. Hier fuckt ein bisschen der Berg ab. Scheiße, ich hoffe, ich kann es trotzdem platzieren. Nice. Okay, okay, okay. Okay, das wird cool, Freunde. Das wird mega cool. Das wird mega cool. Das wird mega cool. Cool. Was sagt ihr? Mega cool. Okay, das hätten wir auch. Nice. Was, wenn ich das jetzt upgrade? Und zumindest zu Holz. Dann schaut es ein bisschen besser aus. Schaut so richtig räudig aus. Ja, es wird geil, Freunde. Es wird geil. Ich bin jetzt das Erste. Ich bin hyped, Mann. Ich bin hyped. Ich kenne mich nicht aus mit Farmen. Hab da Bock drauf. Ich kenne mich nur mit Cheesy aus. Ja, ich bin jetzt gespannt, Mann. Ich war heute Sender Farmer. Aber erst gehe ich... Ja, da brauchen wir ja 100 Jahre. Ich glaube, wir müssen echt ein Pipe-System hier hochlegen. Sonst wird das nichts. Nun aber genug mit der Farmerei. Die Crate droppt auf Airfield. Und ich ließ es mir natürlich nicht nehmen, dieses Ereignis abzuchecken. War das ein Bow-Guy, der auf mich... Oh, nee, doch nicht. Komm alles zurück. Lass mich in Ruhe, ich komm gleich wieder. Ah! Au! Keine Sorge, Kollege, ich komm wieder. Explosive ist auch nicht schlecht. HLMG. Ich wusste es, irgendwann ist immer das erste Mal. MP5 Burst. Interessant, die hätte ich gern. Jetzt passierte erstmal längere Zeit nichts. Naja, was heißt nichts? Ich tiftelte weiter an der Base. Um meine Rückseite zu verstärken, baute ich eine Autogarage. Denn ich wollte diesem Wipe auch unbedingt einen Camper. Des Weiteren musste ich mich um meinen Roof kümmern. Der war einfach zu schwach und konnte leicht über die Steine erreicht werden. Deswegen wollte ich mir noch einen Turm auf die Base setzen. Ja, so einen richtig ekligen Roofy-Turm. Das tat ich dann auch. Zu guter Letzt
überlegte ich mir noch, was ich wohl mit der Wasserversorgung bezüglich der Farm mache. Denn die Wasserfänger am Dach brachten einfach nicht genug Wasser, um das Ganze am Laufen zu halten. Aber für den Moment mussten sie herhalten. Ich wollte sowieso noch nicht mit den Pflanzen beginnen. Das sollten allerdings Projekte für den nächsten Tag werden, denn ich war jetzt echt schon sehr, sehr lange dran. Deswegen machte ich hier mal meinen PC aus und wir sehen uns in Tag 2. Day 2 und ich muss zugeben, ich war verdammt früh wach. Es war 4 Uhr morgens und ich wollte natürlich die frühe Zeit und den leeren Server direkt zu meinem Vorteil nutzen. Also ging ich ins Underwater Lab, denn mir fehlte noch einiges an Scrap. Der Loot war gut, allerdings sollte es mein einziger Besuch dort sein, denn mittlerweile wollte ich mich um andere Sachen kümmern und U-Bahn war eindeutig lukrativer. Nach einem großen Recycle-Run wurde es jetzt auch Zeit für meinen ersten Raid. Ich wollte meine Nachbarn aufmachen. Ich dachte, es sei lukrativ und ich traf sie das ein oder andere Mal bei Airfield. Ihr erinnert euch. Ich researchte also eine Beancan und eine Satchel, machte meinen Camper ready. Ja, den hatte ich mir mittlerweile auch organisiert und wollte gerade los. Doch wie so oft in Rust, ändern sich Prioritäten extrem schnell. Perfekt.
Okay, Runde 2 verlor ich. Allerdings konnte ich mir ein weiteres AK-Kit sowie eine Menge Farms sichern. Jetzt wollte ich aber meinen Raid umsetzen. Letzten Endes ein erfolgreicher Raid. Ich transferierte den ganzen Loot in meine Base und wollte mich nun einer weiteren Sache zuwenden, die ich mir diesem Wipe definitiv vorgenommen hatte. Eine Farm. Jetzt müsst ihr aber wissen, ich habe keine Ahnung von Crossbreeding, Farmen, etc. Deswegen stellte ich mich anfangs etwas dumm an. Ich schaute zwar ein paar Tutorials, holte mir noch Rat von Eevee, aber selbst mit externen Programmen kam ich einfach nicht auf diesen God-Clone. Eevees Vorschlag war nun, dass ich ins gemäßigte Gebiet gehe, weiter Pflanzen sammle und dann es nochmal probiere. Ich allerdings hatte eine bessere Idee. Du die Klone?
die Klone. Diebstahl. 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 So, Freunde, Farm. Wenn man eine Farm bauen will. Die Ausbeute. Ja, ich weiß, aber es war der einfachere Weg. Damit hatte ich zwar immer noch keine God-Clones, aber für mich sollten sie reichen. Und jetzt stand wieder etwas PvP auf dem Programm. Denn Cargo erscheint auf der Karte. Oh, weia, das wird... Also eng, ich komme drauf, also wenn ich... gut spiele, aber ich bin schon spät dran. Ich muss mich schon beeilen. Was mich stört, ist, ich habe keine Walls mit. Also, jetzt auf Cargo nicht so schlimm, aber hier hätte ich gern welche gehabt, für alle Fälle. Und ich habe LA dabei. Ist so richtig dumm. Ah, da läuft schon einer. Rechts, ich muss ihn killen, Freunde. Es hilft nichts, ich muss ihn erst killen. Und ich habe nur 44 Schuss. Oh Gott, jetzt muss ich ihn erst recht killen. Und beide dead. Und ich habe AK. Okay, ich habe Munition. Das andere Kit muss ich leider liegen lassen. Ich habe eine MP5, aber ohne Munition. Ich bin dann gar nicht gelootet. Boah. Ich hatte Angst, dass der andere gleich am Roof kommt. So wenig Munition, Freunde. Macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Alles cool noch. Aber ich kann nicht drauf. Er wird mich killen. Ich muss ihn erst töten. Komm, werd mutig. Werd mutig. Ich brauche einen guten Spray, Freunde. Dann ist er tot. Ich bin nur Hessi. Und einer ist drauf. Ach, ich hab's verkackt. Muss ich aufpassen, dass ich nicht geflankt werde. Einer ist drauf. Im Springen sehen. Fuck. Ich nehme die zweite. Ist dead. Es war noch ein Schneehess hier irgendwo. Hat er ein Schneehess hier? Nee. Ich habe eigentlich schon gut ganz, ne? Eigentlich müsste ich dippen. Ich weiß, dass unten einer sitzt. 1000%. Left hat 1 für gehen, 2 für bleiben. Oben sind Bots, also vorne ist er nicht mehr.
Ist der abgehauen? Let's go, baby! Freunde. Naja, jetzt musste man dippen. Die letzte Crate, wir wären jetzt in den Hafen reingefahren. Das wäre hart schief gegangen. What the fuck? Wir haben 3 Crates bekommen. Ah, es ist die letzte noch nicht mal vorhin gespawnt. Die würde jetzt erst spawnen, die vierte. Nee, sorry, ey, da bin ich raus. Das hätte ich niemals halten können. Ich meine noch eine AK, noch 2 AKs. Eine müssen wir jetzt da mal lernen. Wir müssen jetzt da mal einen Big Recycle Run machen. Und eine müssen wir unbedingt lernen. Jetzt habe ich wenigstens eine Bolt oben im Tor. Yes, yes, yes. GG, Freunde. Eure Glut haben wir auch noch. Guck mal, vielleicht lässt ihr was stacken. Ja, wir müssen eigentlich schon recyceln. Ich habe nicht mal mehr genug Platz in meiner Armor-Kiste. Es braucht eine Hessi-Kiste, Freunde. gut, dann haben wir... Das kommen wir hier hoch. Dann haben wir eine La. Hier mehr von euch. Nochmal 2 SARs. 3 SARs. Was hat die drauf? Ohne auf eine LA, auf eine SAR. Bäh. Eine MP5, noch eine LA, noch eine MP5. Irgendeine hat einen ADEX drauf, die habe ich draufgeschmissen. Wo sind die? Die da. Genau. Das ADEX kommt hier drauf. Dann haben wir noch eine AK. Ja, wir müssen jetzt irgendwo eine Hessi-Box machen, Freunde. Korrigiere, 2 Hessi-Boxen. Also, gehen wir recyceln. Wenn wir das durchbringen, dann können wir AKs lernen. Rein da. Top, Freunde. Top, top, top. Da ist doch jemand mit dem Checky am Klopfen. Also. Hat er meinen Garage Doors innen nicht gehört? Ja gut, ist die Farmkiste halt wieder voll, ne? Ist ja nicht so, als ja, wird die irgendwann mal leer. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir haben ein paar AKs. Was macht denn hier der Attack-Helikopter? Der soll jetzt mal zu mir kommen. Den will ich noch taken, Freunde.
Bot, oder? Nein, der steht da einfach. War kein Bot. What the fuck bauen die denn da? Ah, natürlich. Ah, ich hab. Nee, ich hab Rest an. Dafür ist LA halt scheiße. Ach komm, warum musst du mich direkt rufen? Ja, was ist das denn hier? Zwickte Situation, Freunde. Ich glaube, es ist time to go. Ich glaube, ich habe seinen Mate gekillt. Okay, Kopf einziehen und ab durch die Mitte. Oh, die Wall habe ich richtig scheiß platziert. Oh, nein! Wie dumm! Was du kannst, kann ich schon lange, du kleiner Wichser. Natürlich ein Baum, ne? Richtig scheiße damit. Er wird gleich reinrennen. Weil ich geboltet werde. Ich bin ausgeblutet. Was ist das? Warum hat er mein Kind nicht angezogen? Das ist die andere Frage, ne? Ah, die haben sich gefunden. Na dann. Dann war es kein Minus, Freunde. Whiteout, pay to win, Freunde. Ich sag's euch. Ich werde sowas von 1000% heute Nacht geofflined. Also das steht überhaupt nicht zur Debatte. Der hat irgendwas Großes vor, was sehr groß ist. Ich würde ihn gerne in Farm abnehmen. Aber wenn ich hier rumballer, dann ist L9-Typi gleich wieder im Roof. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich probiere es trotzdem. Bis jetzt ist er komplett in seinem Element. Versuche ihn zu silenzen. Auf ihn? Auf ihn. Ich werde so geofflined. Ich werde so dermaßen geofflined. Kann man mit so viel Farm einfach draußen rumlaufen? Ich glaube, er ist sauer. Ja, ich auch. Ich gehe nochmal hin. Ich hoffe, der. Ah, oh, der Kill ist getaked worden. Scheiße, aber ewig weg. Sonst wäre ich jetzt mit dem Camper ausgerückt, Freunde. Oh. Da sehe ich mich aber 100%. Ah, ich sehe sie, glaube ich. Ah, er bleibt halt immer in der Nähe von der scheiß Roofy Base. Nein, Dreckskacke. Die rufen mich schon die ganze Zeit. Entweder ich werde jetzt hart gebeamt oder ich beam sie.
Ich warte, bis sie wieder zurückgehen. Dann ambush ich sie. Ich werde so krank weg. Wecke Offland. Ist das auf mich? Oh, stop roof camping. Aber ja klar. Ist so anstrengend. Was ist das für ein Ort? Dead? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Nein, ist nicht dead. Er hat die L9 dabei. Du Dummkopf. Oh, ich muss gehen. Aber sofort. Gefickt. Gefickt. Am nach Hause. Ich werd so crazy geofflined. Das glaubt ihr gar nicht, wie crazy ich geofflined werde. Ich werd so crazy weggemacht heute Nacht. Scheiße. Nach diesen Aktionen ließ sich die Sache etwas ruhiger angehen, denn der Tag begann sich dem Ende zu neigen. Ich verstärkte noch etwas die Base, füllte alle meine Locker auf und betete, nicht geofflined zu werden. Day 3! Und zu meiner Überraschung war ich nicht geofflined. Und klassisch begann ich den Tag erstmal mit einem kleinen Farmrun. Kann er das? Hold that? Alter! Oh mein Gott.
Gott, er gibt mir einfach übelst die Headshots die ganze Zeit. Der andere steht wieder. Boah, das ist ultra uncool. Ich glaube, er ist tot. Mal übertrieben irgendwas dabei. Ich weiß halt nicht, ob der eine... Oh, okay. Okay, lass einen Abflug machen. Gameplay schaut ruhig aus. Steht noch. Ich glaube, wir gehen... Wir gehen Oil. Eine Computer Station wär mal geil, Freunde. Ah, oh, es wird Tag. Perfektes Timing. Da läuft doch einer. Okay, Freunde. Meins. Kleiner Wichser. Jetzt geht die Hölle wieder los. Keine L9 mehr da, huh? Schade. Ich werd so safe geradet.
Was meint ihr, wenn ich hier rumballer, kommen die? Ich glaube, die lassen sich super leicht baiten. Ich wusste, die lassen sich baiten. Was haben wir denn hübsches? So. Bist du. Jetzt galt es eigentlich nur noch eins zu tun. Eine Sache, die ich mir schon den ganzen Vibe vorgenommen hatte. Ein Heli-Takedown. Wie kann man das so räudig abcampen? Ey, das macht keinen Spaß. Okay, hier muss ich zugeben, ich wurde richtig sauer. Ich war richtig getriggert. Den halben Wipe werde ich nur besniped aus irgendwelchen Festungen, aus irgendwelchen Türmen, aus irgendwelchen Basen, gesilenced und sonstige Scherze. Ich wollte diesen Heli unbedingt. Also versuchte ich es noch einmal. Why are you playing like a little bitch?
Am Ende war es dann doch Profit. Allerdings bekam ich nicht das, worauf ich gegrindet hatte. Meine M249. Schade. Oder? Okay, der Heli ist unser. Den können wir erstmal abhaken, weil wir haben jetzt auch den Heli-Loot bekommen. Und das sollte auch den Höhepunkt unseres Abenteuers markieren. Denn am nächsten Tag wachte ich in einer geradeten Base auf. Es waren die Jungs vom Ice Lake, die ich den ganzen Vibe über mehr oder weniger abgezogen hatte. War ja abzusehen, dass das irgendwann passierte. Nichtsdestotrotz war es ein wirklich genialer Vibe. Ich hatte mir so viel vorgenommen und vieles erreicht. Ich hatte das erste Mal als Solo eine funktionierende Farm. Ich habe geradet, ich machte viel PvP. Und ich hatte eine unglaublich geile Base. Letzten Endes hatte ich sogar als Solo mir die M249 organisiert. Wow, wenn ich zurückdenke, war es wirklich ein genialer Vibe. Aber jetzt seid ihr dran. Wie fandet ihr das Video? Bewertet es gerne in den Kommentaren oder mit eurem Daumen. Diesen Vibe habe ich auch weniger Fokus auf die anderen genommen. Mehr auf mich, mehr, was es bedeutet, als Solo in Rust zu überstehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch im nächsten. Haut rein!